Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Company of Heroes 3. Wir haben in der letzten Folge hier dieses Gebiet eingenommen und wir haben einfach bald eine Riesenfläche schon eingenommen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, wie es hier hinten weitergeht, wie gesagt, keine Ahnung, das werden wir dann schon irgendwann noch feststellen. Und hier sind wir auch mit einer Truppe schon weiter marschiert in der letzten Folge. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier noch alles anstellen. Mit dem Panzer hat man schon einen Zug gemacht. Mit dem hatte ich geschossen gehabt. Aber kann halt hier nichts machen. Ich will halt das nicht komplett zerstören. Da haben wir gerade unser Gebiet vergrößert. Mit denen kann ich auch nicht mehr weiterlaufen. Das haben wir schon erledigt. Ich habe aber, glaube ich, irgendwo hier unten noch Truppen. Genau. Die muss ich langsam mal hier in Richtung oben bewegen. Und hier unten müsste ich auch noch Truppen haben, mit denen ich hier das Gebiet mal gern reparieren würde. Mit der Hoffnung, dass ich dann früher oder später diese Aufgabe hier abgeschlossen habe, weil eigentlich, da ist schon lange nichts mehr. Aber wir hauen jetzt erstmal hier das Geschütz mit der Truppe weg. Und dann, genau, können wir demnächst auch mit denen dann nach oben rücken. Gut. Dann würde ich sagen, entweder wir könnten hier noch, boah, ich kann noch weitere Einheiten rufen. Das leveln wir gerade mal hoch. Panzerunterstützungskompanie, US-Panzerkompanie. Ja, ich würde gerne nochmal die eine oder andere Truppe dazu rufen und wir holen einfach nochmal eine Panzerkompanie. Warum nicht? Wenn wir hier schon ein bisschen Platz noch haben, warum nicht? So. Ja, ich wollte eigentlich noch mit dem Schiff hier ein bisschen rumballern. Und zwar die Kompanie ein bisschen schwächen. Plus das Geschütz weghauen. Du hast einfach 0, nix getroffen. Finde ich gut. So, wir beenden mal die Runde. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Was geht denn hier ab? Schlacht beginnen. Kommen da einfach mal zwei Kompanien angefahren. Was geht denn hier ab? Kam jetzt ein bisschen überraschend. Gut, ich habe halt keine Aufklärungsflugzeuge rumfliegen, weil die werden sowieso nur abgeschossen. Kann ich mir auch die Ressourcen sparen für. So. Capture the flag. Direkt mal einen Panzer anfordern. Nochmal so eine normale Truppe. Irgendwie das Upgrade benutze ich irgendwie nie. Irgendwie nie. Keine Ahnung, müsste man eigentlich auch mal machen. Komm, machen wir gerade mal. So, da haben wir auch noch Einheiten rumstehen. Gut, dann nimmt man hier ein bisschen mehr ein. Die haben jetzt schon ganz schön eingesteckt. Noch nicht mal gekämpft. Die haben schon einige Punkte verloren, weil wir direkt schon mit einem Punkt eingenommen gestartet haben. Es wird aber bestimmt nicht so einfach weitergehen. Das wird bestimmt gleich nochmal böse anziehen. Ah, das sind Truppen, die ich nicht gerne habe. Das habe ich aber gerne. Das habe ich aber gerne. So, wo stellen wir den denn mal hin? Irgendwo mittig, damit man recht schnell rechts und links hinfahren kann. So, haben wir auch eingenommen. Die haben auch was eingenommen. Sehr schön. Ja, da hat der Gegner schon fast 100 Punkte weniger als wir. Ohne, dass wir irgendwas gemacht haben. Wo ist der beste Scharfschütze? Ah, der Feind darf diese Siegmarke auf keinen Fall einnehmen. Alles klar. Habe ich gerade erst richtig durchgelesen. Ja, gut. Versuchen wir.
Dann bringe ich da mal einen Mörser in die Nähe, damit wir da notfalls ein bisschen denen auf den Sack gehen können. Das kriegen wir schon hin. Okay, wir haben jetzt schon fast die Hälfte der Punkte verloren. Man darf sich nie zu früh freuen, das auf jeden Fall nicht. Rückwärtsgang, Rückwärtsgang. Ihr könnt den mal schön von der Seite auf den Sack gehen. Während ihr hier da hinrückt. Ihr wisst selber nicht, was ihr macht, oder? Flüchten angeblich. Anti-Tank bringen wir auch mal zur wichtigsten Siegmarke. Platzieren wir so hier hinten. Oh, mit den Truppen nehmen wir hier weiter rundherum alles ein. Dann haben wir es auch bald schon geschafft. Wir sind jetzt 300 zu 148. Und wichtigster Punkt ist, dass wir das hier verteidigen. Oh, geht in Deckung. Geht in Deckung. Oh, da wird eine Granate jetzt gut tun. Und ihr könnt mal gerade hier die Richtung laufen und könnt die auch nochmal ein bisschen ärgern. Lasst die Kugeln hageln. Nehmen wir die Funktion gerade mal. Warum nicht? So, weiterer Panzer. Ich habe das Gefühl, das wird voll die läppische Schlacht. Das wird voll die läppische Schlacht, glaube ich. So, die Truppe flieht. Wäre aber cool, wenn ihr ein bisschen in Deckung gehen würdet. Ihr guckt einfach erstmal nur zu. Wenn es hier knapp wird, dann könnt ihr immer noch hinsprinten. In der Zeit könnt ihr hier das Gebiet verteidigen. Ja. Das ist natürlich jetzt fies, dass ihr da drauf schießt. Und das ist auch fies, dass dieses Fahrzeug da jetzt angefahren kommt. So, wir können hier Mörser anfordern. Seid ihr immer noch dabei? So, die haben den Punkt eingenommen, den holen wir uns jetzt einfach wieder. Der kann mit seinem Halbkettenfahrzeug hier ruhig durch die Gegend fahren, gar kein Thema. Gar kein Thema. Sobald er hier hinten ankommt, ist er weg. Jetzt wird's aber echt ungemütlich mit dem Ding. Bauen wir dir an unsere Frontlinie. Gut, ich fahre mal ein bisschen. So, haben wir kaputt gekriegt. Gut, dann nehmt ihr mal den Punkt noch ein. Okay. So, die werden jetzt gleich versuchen, hier von hinten anzukommen. Aber das ist normalerweise, sollte es kein Thema sein. Ich schicke da auch mal ein paar Truppen hin. Sind noch 59 Punkte übrig. Sind noch 59 Punkte übrig. 53 jetzt nur noch sogar. Ja, 50 Punkte, das haben wir gewonnen. Also es war Spaziergang. Es war wirklich Spaziergang. Die flüchten gerade, warum auch immer. Merken vielleicht, Kacke, wir schaffen es nicht. Weiß ja nicht. Ich würde an eurer Stelle da nicht stehen bleiben. Lauft mal weg. So, wir machen gegenseitig Granatenwurf. So, lasst die Kugeln hageln. So. 8 Punkte noch übrig. Also, easy. Gar kein Thema. Gar kein Thema in dem Fall.
So, haben wir geschafft. Haben wir geschafft. Eigentlich müsste ich mir immer die ganzen Briefe hier so durchlesen, aber das ist immer so viel Text und man weiß nie genau, wie lange die Ladezeit gilt und dann damit irgendwie aufhalten, weiß ich nicht. Jeder, der es durchlesen möchte, kann natürlich gerne hier einfach pausieren dann und kann sich die Briefe durchlesen. So. Gefecht, Sieg. Gut, dann kommt aber gleich die nächste Karre bestimmt an. Okay, die Kompanie haben wir aber gleich komplett zerstört, das ist natürlich super. Da kommt jetzt die Kompanie an, die wir schon mit den Schiffen beschossen haben. General Buckram, I'm told one of your captains recently attempted to steal an unattended aircraft. You need to be careful, old boy. We'll need those if we want to get to Rome. Very okay. Funny, Clarence. It's nothing you need to worry about. I'll deal with it. So, ihr könnt euch gerade mal heilen. Dann habt ihr noch 2 Fähigkeitspunkte, da müssen wir mal gucken. Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Zum leichten Maschinengewehr. Okay, das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Zugang zum leichten Maschinengewehr. Einheitentechnisch haben wir schon alles Mögliche freigeschaltet. Ja, das wäre natürlich hier auch nochmal. Aber brauchen wir 4 Punkte. Ja, würde ich fast sagen, wir nehmen hier das MG mal hinzu. Das leichte. Und vielleicht hier die Fähigkeit. So, dann sind die auch wieder ein bisschen besser. Wollen wir einen Flughafen einnehmen und die Truppe einfach mal missachten? Die sind auch da wahrscheinlich auf dem Weg hin. So, das wollte ich auch mal reparieren eigentlich. Ich würde sagen, machen wir gerade auch erstmal. Reparieren wir. Dann fahren wir dahin und hauen das Geschütz weg. Damit wir hier auch mal ein bisschen aufgeräumt kriegen. So, bumm. Genau, weg ist es. Die feindlichen Geschütze brauche ich nicht auf meinem Gebiet. Hier unten mit der Truppe wollte ich die Ortschaft mal reparieren. Mal wieder heile machen. Weil die sollen wir immer noch verteidigen, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe keine Ahnung warum. Da immer noch verteidigen steht. Ja, wenn ich da reingehe, ist doch auch blöd. Dann habe ich die Truppe weg und für nix und wieder nix. Nee, komm, wir gehen mit der Truppe nach oben. Solange ich nicht sehe, dass das irgendeinen Sinn ergibt, dann lasse ich es einfach. So, mit der Panzertruppe wollte ich hier oben entlang fahren, aber ich kann hier oben nicht entlang fahren. Und besonders, mein Panzer ist sowieso total geil geparkt. Ich komme hier oben nicht hin. Ich komme da oben nicht hin. Kann ich meinen Panzer irgendwie auf so ein Schiff laden und dann darüber schiffen? Weil so ist ja irgendwie Kacke. Na komm, dann fahren wir halt außen rum. Fahren wir halt auch außen rum, wie mit dem Panzer. Entschuldigung. So, da greifen wir die Ortschaft mal an. Boah, wir haben noch Fähigkeitspunkte. Hätte ich eigentlich vorher mal gucken sollen. Naja, Schlacht beginnen. Wir beginnen einfach mal die Schlacht, warum nicht? Also in der letzten Folge und in dieser Folge, die Schlachten, die waren im Vergleich zu den Folgen davor echt anders. Die waren viel einfacher wieder als die Schlachten davor. Mal gucken, wie jetzt die Schlacht hier ist. Durchbrechen Sie die feindlichen Umzingelungen. Okay. Verbünden Gesundheit. Okay. Das heißt, ich habe jetzt wieder ein bisschen Stress. Ich habe jetzt einfach wieder ein bisschen Stress. Okay. Gut. Ich muss also da oben hin. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ist das dann so gut, wenn ich hier jetzt gerade Sachen einnehme? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, wir nehmen die Sachen auf dem Weg nach oben ein. Ich hoffe, die halten ein bisschen durch. Ich hoffe, die halten ein bisschen durch. Trainiert und bereit. Das finde ich gut. Ich würde hier natürlich gern ein bisschen was einnehmen. Oh-oh. Da war eine Mine. Okay, das heißt, die Schlacht, wenn wieder Minen verteilt sind, dann wird die Schlacht wieder ein bisschen asozialer.
Dann wird die wieder ein bisschen härter. Dann wird die wieder ein bisschen härter, das wissen wir mittlerweile. So, wir gehen hier wieder in alle Richtungen. Ich laufe aber auch schon mal so langsam mit meinen Truppen in die Richtung. Nehmen natürlich die Munition und so weiter mit. Oh, die nächste Mine erwischt. Mann. Das ist natürlich echt bitter. Einfach mal eine Einheit ausgeschaltet. Ich in die Minen reingelaufen bin. So, wir sind aber langsam auf dem Weg nach oben. Es geht vorwärts. So. Wir sind schon fast da. Irgendwo müsste hier noch Munition oder so rumliegen. Irgendwas zum Einsammeln. So, ein einziger lebt da noch. So, wir bauen mal ein bisschen was. Oh, Mine getroffen. Drei Leute ausgeschaltet. Mine. Ich habe halt keine Lust, die ganzen Minen zu suchen. Deswegen lasse ich die Leute da immer so schön reinlaufen. Wir schicken jetzt die Truppe erstmal zurück. Der soll erstmal wieder die Truppe komplett stärken. Ah, wenn die halt nochmal eine Mine trifft, sind die auch weg. Nein! Ich hätte die aber auch wirklich gut platziert. Respekt. Respekt. Ja, hier, wie gesagt, müsste irgendwo auch noch was rumfliegen. Ich hätte gern leichten Stuart-Panzer, wenn ich ehrlich sein soll. Hätte ich wirklich liebend gerne. So, die sind wieder heile. Dann kommt man hier hoch, beziehungsweise ihr könnt gerade nochmal hier gucken, ob ihr irgendwo was findet. Ihr rennt mal zurück. Einmal heilen. Den rücke ich jetzt weiter vor. So, wir sind gleich hier mittendrin. Allied Squads are taking heavy fire, man. Push the enemy back. Boah, da geht's aber auch ab. Die haben ihren Spaß. So, natürlich außenrum nicht außer Augen lassen. Da haben wir noch Partisanen-Munitionslager. So, kommt mal hier mit hoch. Gut, das eine Fahrzeug haben wir mit ausgeschaltet. Wo wird denn hier noch geschossen, wenn ich fragen darf? Ah, da ist ein Bunker. Okay, den haben wir einfach komplett hinterwandert. Ah, ich habe eine Mine getroffen. Ach ja. Ihr lauft nicht da vorne lang. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Oh, der repariert den Bunker. Hör auf damit. Sag mal, wie langsam ist der denn? Och nein. Hört auf damit, Flammenwerfer tun weh. So.
Die nehmen gerade den Punkt ein. Ist okay. Wenn sie meinen. Sag mal, was ist los bei dir? Warum ist er so langsam? Der hat irgendwie eine Mine entdeckt anscheinend. Der hat nämlich auch schön Schaden erlitten. Ja gut. Ja gut. Ja, wir kommen hier überhaupt nicht voran, wenn ich das so sagen darf. Kommen hier überhaupt nicht voran. Der Bunker ist wieder komplett geheilt. Unglaublich. Ja, die nehmen jetzt eine Stellung nach dem anderen ein, aber gut, dann drehen wir halt den Spieß mal rum. Dann hole ich halt mal ein paar mehr Truppen und dann räumen wir das ganze Gebiet wieder. So. Dann hau die mal weg, komm. An infantry section of Tommies has been trained. A sector is in enemy control. So. Snappers, we're ready. Yeah, we're moving. Infantry, let them have it, lads. Enemy ground forces have claimed a sector. Don't fucking call, David. Treat that territory. A new infantry section is ready for battle. Quit whinging. So, können wir bei dem irgendwie leveln, dass der sich selber reparieren kann? Anscheinend nicht. Schade. We're losing a capture point to enemy action. Ja, macht nichts. Das macht nichts. Wir holen uns jetzt wieder die eine oder andere Sache zurück. So, wir müssen noch 3 Trupps von den Feinden ausschalten. Hier habe ich mir mal ein bisschen was hinschicken lassen. Was haben wir hier? Panzerbüchse. Könnt ihr die aufnehmen? Oh, da kommt ein Panzer. Panzer. So. Wir haben aber gut ausgestattete Truppen. Da sollten wir eigentlich den Panzer schnell weggeschnetzelt haben. Eigentlich. Sehen wir gleich. Wahrscheinlich, Maul jetzt zu weit aufgerissen. Boah, ey. Ich meine, die Truppen halten unendlich viel ausgefühlt, weil die haben noch nicht viel verloren, aber trotzdem ist es schon harter Kampf. Okay. Warum schießt... Achso, ja, ich habe gerade gedacht, warum schießt mein Panzer auf die eigenen Verbündeten? Hat er aber zum Glück nicht gemacht. Es hat einfach nur so ein bisschen komisch ausgesehen danach. Naja. Naja, haben wir wieder mal eine Schlacht gewonnen. Die war schon wieder ein bisschen knackiger, aber die war halt auch jetzt nicht wirklich so hart anspruchsvoll. Hätte ich noch mehr Truppen zwischendrin hergestellt, dann hätte ich auch weniger Probleme hier gehabt. Also, ich wollte mir ein bisschen Klickerei sparen. Naja. So, verlassen. Gut, die haben wir erstmal verscheucht. Haben wir eingenommen. Super Sache. Ich würde jetzt gerne einmal den Panzer reparieren. Dann können wir hier nach den Fähigkeiten gucken. Was haben wir denn hier Schönes? Die Kompanie ist eh noch nicht so alt, oder? Nee. Fähigkeiten. Gucken wir gerade mal nach. Was haben wir denn hier? Aufklärungsartillerie. Ja, von mir aus. Okay, dann lassen wir das mal so gerade. Gucken wir hier mal. Ja, komm.
kritische Motorschäden können repariert werden. Finde ich auch gut. Dann haben wir noch 2 Punkte übrig. Und da können wir gerade mal gucken. Dann nehmen wir das auch mal hinzu. So. Dann haben wir noch 1 Punkt. Ach, aber 1 Punkt weiß ich nicht. Haben wir da noch irgendwas Gescheites übrig? Ja, okay. So, haben wir ein bisschen was rausgeballert. Gut. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Das ist einfach gerade mal so. So, und dann können wir hier mal... Ich weiß nicht, das müsste ich halt auch mal alles wegballern. Das müsste ich halt alles mal wegballern. Da nehmen wir jetzt den Flugplatz einfach ein. Beziehungsweise, wir tun erstmal hier das eine Schild wegnehmen. Wenn wir angegriffen werden, von denen sind wir trotzdem eigentlich noch recht stark aufgestellt. Dann habe ich hier hinten noch einen Panzer. Dem sind wir schon gerückt. Hier hinten mit der Truppe sind wir auch schon gerückt. Da sind wir auch schon wieder unterwegs. Da müssen wir halt wieder komplett aus rumgurken. Ich hoffe mal, wir haben hier wenigstens irgendwo einen Weg hin. Oh Mann. Ich weiß halt auch nicht, ob ich einfach diese Dinger hier kaputt schießen kann. Ich glaube, das hatte ich ja mal ausprobiert. Das hat nicht funktioniert. Den muss ich halt noch reparieren. Das ist immer ganz wichtig. Ich meine, wir könnten hier oben das auch wegballern, aber... Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Naja. Genauso wie hier. Ich verstehe das einfach nicht. Die Deutschen bilden eine Verteidigungslinie. Verankert in Monte Cassino durchbrechen sie diese, indem sie die Stadt und dann das Kloster angreifen. Wenn ich es doch noch weiter angreife, dann ist es doch kaputt, oder? Wollen wir probieren, das kaputt zu machen? Ich schieße jetzt nochmal drauf. Vielleicht ist die Stadt bald komplett kaputt und das Kloster... Hat einfach so gut wie gar keinen Schaden gemacht. War einfach komplett für den Arsch. Ich habe aber auch noch schöne Schiffe hier. Die können auch noch schießen. Nee, ich habe keine Punkte mehr. Ja, ich verstehe es einfach nicht. Na gut. Na gut. Runde beenden. Ja, ist nichts Neues. Sir, we must neutralize that gun. Ist nichts Neues. Anzio Annie is still hammering our companies. Ja, das war klar, dass die mich angreifen. Wir sind stärkentechnisch, aber eigentlich überlegen. Ich bin gerade überlegen, machen wir ein Autogefecht? Komm, machen wir ein Autogefecht. Ich hoffe, es geht gut. Gefecht, Sieg. Sehr gut. Haben wir aber ganz schön Schaden gekriegt. Wenn ich das selber immer spiele, haben wir weniger kaputt. Oh, die kommen jetzt auch noch. Ja, moin. Stärkenvergleich, wir sind wieder überlegen. Autogefecht. Bestätigen. Und wieder gewonnen. Das Geschoss von der Panzerbüchse immer abprallt. The men we rescued were able to help identify the individual responsible for passing information to the Germans. Haben wir einen Spitzel gefunden? To say it was one of our own. He is returning to England to face appropriate punishment. Okay. So, not an Italian traitor, General? No. And I must apologize, Miss Valenti. We should know better by now. Okay. Gut. So, die haben ganz schön was eingesteckt, wenn man nicht selber kämpft. Aber egal, wir haben 2 Kompanien besiegt. Somit können wir den Flughafen normalerweise problemlos einnehmen. Wir haben hier eine neue Panzerkompanie hinzugekommen. Die können das hier mal gerade wegballern. Wir haben einen neuen Flugplatz. Wir müssen hier mal ein bisschen aufräumen. Wir haben überall noch so rote Stellungen. Finde ich nicht gut. Die müssen weg. Die müssen weg. So. Da halten wir auch noch was, müssen wir auch noch mal reparieren irgendwann. Und hier die müssen wir auch noch weghauen. Stimmt ja. Na gut. So, Fähigkeitspunkte 2. Was nehmen wir denn da Schönes? Kostenreduktion kann ich gerade nicht machen. Was nehmen wir da Schönes? Ach, kann halt von außerhalb der Karte abgedeckt. Okay, verbessert Ziel, Heilenfähigkeit. Okay, ja. Ah, komm, wir sammeln Punkte. Wir sammeln Punkte. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da unbedingt brauche. Wüsste ich jetzt nicht. Da oben fährt noch eine Kompanie rum. Hier fährt meine andere Kompanie rum. Ja, das wäre eine Nebenaufgabe. Das werden wir auch auf jeden Fall früher oder später noch hinkriegen.
Ich bin nur gerade überlegen, fahren wir hier die Richtung, nehmen wir den Punkt ein oder, nee, eigentlich würde ich sagen, komm, das machen wir mit den Truppen. Der Truppe kann ich hier die Richtung weiter vorrücken. Genau, dann kann ich hier die Richtung fahren. Da muss ich erstmal natürlich wieder reparieren. Mit dem, da konnte man auch nicht lang. Konnte man nicht irgendwie Fahrzeuge anlanden lassen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ist mir aber auch eigentlich komplett wurscht. Ich fahre einfach außen rum. Hoffe, dass es funktioniert. Ja, die Truppe langweilt sich die ganze Zeit. Die hat aber auch schon harte Kämpfe hinter sich. Ich schicke den einfach jetzt mal dahin. Ich denke mal, wir werden mit der Truppe dann außen rum fahren. Die anderen Truppen machen da hinten jetzt einfach Pause. So, die hatten schon den Zug, Die sind auf dem Weg nach oben. Lassen wir, glaube ich, auch hier nochmal stoppen, damit die die Stadt reparieren können. Wenn sie wollen. Wollt ihr? Die wollen, gut. Okay, dann können wir dann nächste Runde vielleicht den Bunker mal weghauen oder den Bunker oder den Bunker. Wir haben auf jeden Fall noch genug, die weggehauen werden können. Mit der Truppe sind wir jetzt auch auf dem Weg nach oben. Hier müsste man eigentlich auch mal reparieren gehen. Naja. So. Dann haben wir, glaube ich, alle möglichen Züge gemacht, die einigermaßen sinnvoll erscheinen. Ja, hier kann ich natürlich wieder nichts machen. Und gut, dann werden wir gerade mal gucken oder beziehungsweise in der nächsten Folge weitermachen hier. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde mich sehr freuen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.